Was geht, Freunde, und herzlich willkommen zu einem FIFA 17 Karrieremodus Update Video mit Manchester United im Jahr 2020. Und ja, Freunde, ihr seht schon im Hintergrund hier Bernd Leno mit einer 89er Gesamtbewertung. Viele hätten bestimmt jetzt hier David De Gea erwartet, hier David De Gea. Aber leider haben wir ihn nicht mehr, Freunde. Ich musste unbedingt hier Bernd Leno holen, diese Saison auf jeden Fall. Weil De Gea, ja, sein Vertrag ist einfach abgelaufen und dann musste ich ja unbedingt einen neuen Keeper holen. Und dann ist mir halt einfach Bernd Leno eingefallen. Und ja, das ist eigentlich auch ziemlich krass mit einer 89er Gesamtbewertung. Ja, De Gea war ein bisschen besser. Der hat nochmal eine 91, glaube ich, gehabt oder eine 92 sogar. Und auch so ein bisschen, ist er, glaube ich, jünger als Leno? Ich bin mir gerade selber nicht sicher. Ist De Gea jünger, Freunde? Ich weiß es nicht, ich weiß es auf jeden Fall nicht. Aber Leno ist auf jeden Fall auch ein kranker Keeper hier. 20 Spiele ohne Gegentor. Also in der Premier League hier auch krass auf jeden Fall. Insgesamt 29 Spiele ohne Gegentor in 55 Partien. Das ist eigentlich auch eine ja, geile Bilanz, muss man sagen. Und ja, jetzt gehen wir weiter hier mit dem Rechtsverteidiger hier, würde ich sagen. Eigentlich auch richtig heftiger Rechtsverteidiger, muss ich einfach mal gesagt haben. Guckt euch das mal an hier. Also körperliche Attributen hier, alles, einfach alles hier heftig, Freunde. Alles auf grün, wie ihr seht. Hier natürlich nicht so im Abschluss, Freistoß und so. Das muss man auch nicht können als Rechtsverteidiger, aber sonst, ey, der Typ ist einfach nur krank. Also da hätte ich mir natürlich auch Bellerin oder so holen können, aber das ist natürlich ein Standard-Rechtsverteidiger. Da habe ich mir so gedacht, Freunde, ein bisschen Abwechslung hier, vielleicht mal also einen anderen hier auch von Real Madrid einfach mal holen. Und nicht immer einen Bellerin oder so. Also Bellerin ist eigentlich auch so ein Standard-Rechtsverteidiger geworden in FIFA 17. Also für mich persönlich. Und im Tor ist so Standard geworden, halt Donnarumma, ne, würde ich sagen, oder? Von AC Milan vielleicht Donnarumma, würde ich sagen. Aber sonst, ja, jetzt gehen wir auch weiter mit dem Innenverteidiger hier. Baili, auch eine heftige Gesamtbewertung. Habe ich natürlich behalten hier, den Typ. Weil ich wusste, der Typ hat Potenzial, Freunde. Der hat mega Potenzial. Der könnte sogar noch heftiger werden. Ne? Das ist ja gerade 26 Jahre alt erst. Also richtig kranke Werte, muss ich gesagt haben hier. Und ja, wir haben auch einmal die Champions League gewonnen, wollte ich nochmal anmerken. Stimmt. Einmal haben wir die Champions League gewonnen gegen Barcelona, glaube ich. Diese Saison sogar, ne? Ich glaube, ja. Diese Saison sogar hier. Wir haben auch noch Marquinhos geholt, hat sich auch einmal entwickelt hier. Haben wir im Tausch gegen Smalling gemacht. Auch mega kranke Werte. Also, ihr seht schon, Freunde, unsere Mannschaft ist einfach nur krank. Also, das ist einfach eine richtig krasse Mannschaft. Ich weiß nicht, ob es meine beste Mannschaft ist hier. Vielleicht im Jahr 2020 auf jeden Fall, aber nicht insgesamt auf jeden Fall. Also halt in diesem Jahr 2020. Aber 2030 war es nochmal ein bisschen heftiger, glaube ich, mit der Borussia Dortmund. Also da, es war auf jeden Fall noch heftiger, die Mannschaft von Borussia Dortmund. Also da war es, glaube ich, das Jahr 2030 oder 2031. Da war die Mannschaft mega krass. Ich bin mir aber nicht sicher, ob die krasser war. Ich bin mir gerade selber nicht sicher, aber ja, muss ich mal schauen. Hier jetzt Luke Shaw, Freunde, eine 89. Also unsere Verteidigung hier ist einfach nur krank. Alle 88, 89 hier, das ist einfach nur krank. Vom Torwart bis zum Linksverteidiger hier. Also wir haben auf jeden Fall eine kranke Elf, muss man sagen. Den habe ich natürlich auch behalten. Hier ist jetzt Flitzer sogar. Sprintgeschwindigkeit 99, das ist einfach nur krank. Also, ja, das ist einfach zu krank hier. Also schneller als ein Aubameyang in der Sprintgeschwindigkeit hier. Das ist schon heftig. Luke Shaw auf jeden Fall würde ich euch auch empfehlen zu behalten hier. Wenn ihr eine Karriere mit Man United macht, Freunde, würde ich unbedingt empfehlen, ihn zu behalten. Ja, viele wissen natürlich auch, dass er ein Talent ist. Also viele behalten ihn auch natürlich. Würde ich euch auch empfehlen hier. Braucht nicht direkt einen David Alaba oder so holen. Also ihr könnt ihn einfach behalten hier. Und ja, und jetzt kommt Renato Sanchez, Freunde, von FC Bayern gekommen. Diese Saison hier vom FC Bayern. Also mega nice hier. 50 Millionen ist er gewechselt. Wir bräuchten, also wir haben unbedingt einen zentralen Mittelfeldspieler gebraucht. Deswegen habe ich mir den hier geholt und der ist ja gerade erst 22 Jahre alt. Aber guckt euch mal, wie der Typ sich entwickelt hat, Freunde. Ich habe keinen Spieler im Training extra trainiert. Ich wollte einfach nur gucken, wie die sich so halt entwickeln. Und das ist einfach nur krank. Guckt euch mal an, alle Werte hier sind wieder auf grün hier. Zentral Mittelfeld, hier fast auch alle auf grün, wie ihr seht. Also manche halt auf gelb, aber das ist einfach nur krank. Hier auch wieder alles auf grün, also nur hier halt ein paar Sachen auf, ja, gelb, also vier Sachen oder so sind das, ne? Ja, so Efe, Grätsche und Flanken und Kopfballpräzision, aber das ist auch nicht so wichtig, würde ich sagen. Vielleicht Flanken vielleicht ein bisschen, aber der spielt ja am zentralen Mittelfeld, warum soll er flanken hier? Das ist halt das Ding, aber der Typ ist einfach nur krank, Renato Sanchez. Damit habe ich auf jeden Fall alles richtig gemacht mit dem Wechsel, auf jeden Fall für 50 Millionen. Hat sich absolut gelohnt, Freunde, hat sich dreimal entwickelt. Ohne Training, wollte ich anmerken, ohne Training. Ich habe keinen Spieler trainiert, muss ich sagen, ne? Kein Spieler, Freunde. Und ja, jetzt geht's weiter. Boah, mit Paul Pogba, der beste Spieler aus der Mannschaft, ne? Der beste Spieler, 100 Millionen wert, kann man sagen, ne? Also 101 halt. Aber guckt euch seine Werte hier an. Hier ist alles auf grün. Und das ist eigentlich am schwersten, hier alles auf grün zu bekommen. Okay, ja, manches auf hellgrün hier, aber trotzdem. Vieles auch auf dunkelgrün hier.
Und das ist einfach nur krank, ey. Guckt euch das mal an. Dribbling 98. Und genauso gut ist er auch in der Defensive hier, wie ihr seht. Faire Zweikämpfe 85 hier. Grieche 84. Also genauso gut offensiv wie defensiv, kann man sagen. Also der Typ ist einfach nur krank, ey. Guckt euch das hier an. Stellungsspiel. Übersicht 91. Also, ja, das ist einfach nur krank. Ja, der andere vielleicht nicht der schnellste, aber für uns ein 3-Mittelfeldspieler hier ist er schon heftig. Kompletter Mittelfeldspieler hier. Distanzschütze. Alles hat der Typ einfach. Also der krankeste Zentral-Mittelfeldspieler, auch mit 5 Sterne Skills, hier muss man natürlich auch mal anmerken hier. Also der ist gerade auch 27 Jahre alt, also der könnte sich vielleicht noch ein bisschen entwickeln hier. Vielleicht noch 2-3 Jahre, 1-2 Mal entwickeln bestimmt, wird er sich auf jeden Fall noch. Ohne Training natürlich wieder, Freunde, wollte ich auch nochmal anmerken hier. Er ist natürlich, kein Spieler wurde trainiert, muss ich sagen. Kein Spieler wurde trainiert. Wollte ich nur nochmal anmerken hier. Und jetzt geht's weiter hier mit James Rodriguez, Freunde. Oder James Rodriguez, wie er wie ihn auch nennen wollt, keine Ahnung hier. James Rodriguez hier, ja, ist auch eigentlich auch ein ziemlich krasser hier, hat aber nicht alle Werte auf grün, aber das ist natürlich auch heftig hier, ist er mehr zentral offensiv als Pogba hier, der ist eigentlich zentral Mittelfeld, kann aber natürlich offensiv sowie defensiv spielen, der Pogba, und Rodriguez eigentlich nur zentral offensiv eigentlich, und rechts Mittelfeld hier, wie ihr seht, und zentral Mittelfeld, aber ich würde ihn eher lieber zentral offensiv reinmachen als rechts Mittelfeld, würde ich sagen, aber guckt euch das mal an, Fernschüsse 99, ey. Also auch ein kranker Typ hier. Und jetzt kommen wir zu Lehmann, oder wie der Typ auch heißt. Hier, keine Ahnung, ist Franzose, ne, oder? Ja, Franzose auf jeden Fall hier. Habe ich mir auch erst diese Saison geholt, muss ich sagen, hier. Also, den habe ich mir erst diese Saison geholt, Freunde. Weil Dings Mkhitaryan war schon zu alt, muss ich sagen. Und Lindgaard hatte sich halt verletzt. Und den habe ich gegen Lindgaard dann getauscht, oder wie der auch heißt. Hier, der hat eine 83 gehabt, ne, Lindgaard. Oder wie der Typ auch heißt hier. Resse Lindgaard, oder wie der heißt. Oder Jesse Lindgaard. Und ja, der Typ ist einfach nur krank hier, also muss man natürlich auch mal anmerken. Hier ist vielleicht nicht der heftigste RM, hätten wir vielleicht einen besseren kriegen können, aber ja, Freunde, also mir ist nichts anderes eingefallen. Klar, hätte man Messi oder so holen können, aber das wäre vielleicht übertrieben, würde ich sagen. Und ja, jetzt geht's weiter hier mit Rashford, Freunde. Vertrag läuft hier in einem Monat aus, ja, hat sich auch öfters verletzt, wie ihr seht. Also, das ist wieder verletzt, Außenbandverletzung, wieder fit in 5 Wochen. Also, der Typ war ein bisschen zu sehr verletzt, muss man sagen, ja. Aber macht auf jeden Fall auch Spaß, mit dem zu spielen, muss ich sagen. Der könnte sich auch locker noch mehr entwickeln, wenn ihr ihn richtig trainieren würdet, Freunde. Das ist bei jedem Spieler so im Verein. Also, die sind gerade nicht so auf so einem krassen Level. Die können sich locker noch mehr entwickeln, wenn ich die trainiert hätte, ne? Wenn ich einige Spieler mehr trainiert hätte, Freunde. Und ja, jetzt habe ich auch direkt den nächsten Spieler hier gespoilert, hier. Anthony Martial, auch eine 90, ey. Also, der Typ, ne? Also, Freunde, der ist wirklich richtig krank, muss ich sagen. Also, also Frankreich hat eine krasse Nationalelf, oder? Hier Pogba 94, Martial 90. Das ist einfach nur krank. Und Lemar ist eigentlich auch so. Ja, es geht so, ist nicht so heftig, aber trotzdem. Also, Frankreich müsste eine heftige Nationalelf haben. Mit Varane und wie die alle heißen. Mega Talente hier, ne? Pogba eine 94, Anthony Martial eine 90. Das ist einfach nur krank. Schon einer der besten der Welt. Steht da oben rechts als Status. Guckt euch das einfach mal an, Freunde, genießt es einfach mal, guckt euch das alles mal an hier, also, was steht da, verbissene Positionskämpfe, okay, LM und ST kann er spielen, also links Mittelfeld und in einem Sturm, also hätte ich ihn jetzt als Stürmer einsetzen können, aber da haben wir ja schon Rashford und er wird sich auch noch entwickeln eigentlich, vielleicht mache ich noch ein Update hier, vielleicht 2022 oder 2024, irgendwie sowas. Und ja, das war's eigentlich auch so mit den heftigen Spielern hier. Rooney, wie ihr seht, hier verschlechtert sich mega. Guckt euch mal seinen Antritt an, ey, Freunde. 13, boah. Der Typ ist 34, ne? Und jetzt schon so heftig langsam. Der langsamste FIFA-Spieler hier vielleicht? Fragezeichen, man weiß es nicht. Man munkelt. Und jetzt kommen eigentlich so Spieler, die uns eigentlich nicht so heftig interessieren. Vielleicht noch Memphis hier ein bisschen interessant. Muss man sagen, obwohl er nicht so oft eingesetzt wurde hier. Und ja, es geht eigentlich voll, ne? 28 Einwechslung hier. Aber trotzdem, der hat eigentlich auch kranke Werte, muss man sagen, ne? 86 hier, also vor allen Dingen so Freistöße-mäßig 93, Fernschüsse müsste eigentlich auch ganz schön heftig sein, 83, also Memphis Depay auf jeden Fall auch ein heftiger Spieler hier, ja, Mkhitaryan entwickelt sich halt nicht mehr, ist auch schon über 30 Jahre alt hier, und ja, interessante Spieler gibt es eigentlich jetzt nicht so heftig hier, der, wenn man den trainieren würde, würde er locker auch heftig werden, ne? Den habe ich auch gar nicht trainiert, also gar kein Spieler habe ich eigentlich trainiert hier, und ja, Pereira, boah, den hatte ich ja nicht im Auge hier. Der scheint auch nicht schlecht zu sein, ne? Zentraloffensive. Aber da haben wir schon James Rodriguez. Oder beziehungsweise James Rodriguez. Und ja, Freunde, muss jetzt kurz rübsen hier. Tut mir leid auf jeden Fall. Und ich zeige euch nochmal hier meine Karriere hier. Die Fortschritte halt alles hier. Höchster Sieg und alles könnt ihr nochmal sehen. Also wir haben auf jeden Fall einmal die Champions League gewonnen. Wurden zweimal Ligameister hier. Also 380 Tore geschossen. 178 Tore kassiert. In 222 Spielen. Also seht ihr schon 133 Siege.
Also das könnt ihr euch alles mal in Ruhe anschauen. Rekordablöse 108 Millionen. Wer war das? James Rodriguez war das, glaube ich, ne? James Rodriguez in der ersten Saison war das, glaube ich. Und diese Saison haben wir, glaube ich, die Champions League gewonnen, glaube ich, ne? Das müsste, glaube ich, diese hier gewesen sein. Und jetzt 2018, 2019 könnt ihr euch alles mal in Ruhe anschauen. Ich glaube, es werden auch noch mehr Updates folgen. Also muss ich mal schauen, vielleicht mit dem Hamburger Sportverein nochmal hier. Mit AC Milan hier die nächsten Wochen. Muss ich schauen, wie ich es hinkriegen werde hier. James Rodriguez oder James Rodriguez für 108 Millionen gekommen, hier, wie ihr seht. Also, es hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht, muss ich sagen. Ich muss auf jeden Fall sowas öfters machen hier. Also, falls euch sowas gefällt, Freunde, schreibt es in die Kommentare. Und schreibt mal in die Kommentare, mit welchem Verein ich noch was machen soll hier. So ein Update. Also, like dann, ja, das sieht den jeweiligen Verein dann hoch. Wenn er schon in den Kommentaren steht, braucht ihr das nicht immer doppelt zu schreiben. Sondern liked einfach da schon mal hoch, was da schon steht, halt, welcher Verein. Und ja, schreibt es bitte in die Kommentare, mit wem wir noch was machen sollen hier in der, ja, in dieser Serie, kann man sagen. Macht auf jeden Fall mega Spaß. Hier ist schon die dritte Folge davon. Also schon mit, ja, sind es schon zwei draußen. Stimmt, mit Liverpool und mit Borussia Dortmund. Und vielleicht kommt nochmal, ich glaube auf jeden Fall, ich habe eigentlich schon eine Folge mit dem HSV fertig, eigentlich so gut wie fertig. Und halt noch mit AC Milan vielleicht. Aber ich glaube, mit HSV werde ich auch noch raushauen. Entweder heute noch am Sonntag oder halt nächste Woche am Samstag oder Sonntag. Also das wird immer am Samstag oder Sonntag kommen, Freunde, sowas. Falls ich sowas bringen sollte, dann immer am Samstag, Sonntag so. Und ja, Freunde, falls euch die Folge gefallen hat, Freunde, macht einfach nichts. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.